Wie ihr sehen könnt, habe ich mich wieder aufs Rad gesetzt und fahre hier erstmal grob Richtung Lenzer Strand, um mir die Gegend anzuschauen, die in die andere Richtung ist. Bei meinem ausgiebigen Frühstück haben sie in den Nachrichten einen erzählt, heute gibt es Gewitter und Regen und das soll leider die nächsten Tage auch so bleiben. Man kann ja auch nicht durchgehend im April erwarten, dass wir so ein Bombenwetter haben. Aber es wäre schön gewesen. Deswegen setze ich mich jetzt erstmal aufs Rad und fahre grob wieder in die Richtung hier und schaue, was da kommt. Den Tag so weit genießen wie möglich. Vielleicht vertun sie sich ja auch und alles wird gut. Wenn man hier oben so über den Deich fährt und die ganze Zeit das Meer sieht, ist schon toll. Und es ist spiegelglatt, also wir haben nahezu keinen Wind. Echt klasse. Ich hoffe, der Wetterbericht irrt sich. Jetzt hier am Lenzer Strand. Am Turm 13 kann man direkt mit dem Rad schön runterfahren, weil hier auch so ein Einlass für die Boote ist. Und direkt ja, wieder zum Wasser gehen. Der Anlieger hatte schon mal bessere Tage, behaupte ich mal. Aber ansonsten ist echt klasse. Und es ist so ruhig hier. Klar, der eine oder andere verirrt sich auch hier noch hin, so wie ich. Aber schaut einfach mal so übers Wasser. Wenn das nicht klasse ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe mich jetzt gerade noch ein bisschen länger mit dem Herrn unterhalten, der hier mit diesem kleinen Hündchen war. Und der sagte hier, diese ganzen Bojen, das sind alles Anker für die Boote, die sonst hier liegen. So um die 50 Stück zum Sommer hin. Weil die Liegekosten in dem Hafen in Grömitz selber wohl so unerschwinglich wären für den Normalbootfahrer. Ich habe mich schon gefragt, was die Bojen hier alle sollen. Vor mir, das müsste sowas wie eine kleine Schleuse sein. Wofür genau, weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Und hier ist so ein kleiner Hof. Diese Fläche bietet sich natürlich auch an, sich dann nachts einfach mal ein Lager aufzubauen. Finde ich gar nicht verkehrt. Hier rechts, was ihr da vor mir seht, das ist zwischen Deich und Düne und der grenzt direkt einen Campingplatz dran an. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Müsste recht feucht sein von unten. Und auf der anderen Seite könnte man meinen, wir sind wieder im Münsterland. Mit den ganzen Feldern, den Rindviechern. Bis auf, dass ich jetzt auf den Deich fahre, den haben wir im Münsterland ja nicht so oft. Sind das nicht beeindruckende Tiere? Sehen aus wie Kuschelteddys, aber die Mordshörner hat man eher so den Eindruck, man könnte die echt kuscheln, aber versuchen will ich das auch nicht. Aber so friedlich und ruhig. Und auch hier ist wieder so ein Bewässerungsgraben. Erstmal hier zwischen Deich und Strand. Die Fläche wird immer größer, umso weiter man von Grömitz wegkommt. Und diese Gräben hier, stand vorhin Schild, sind dafür da, um dieses Ackerprogramm hier zu unterstützen.
Ja, der Weg auf dem Deich hier, wie ihr seht, mehr oder weniger immer geradeaus. Aber trotzdem, dadurch, dass man die ganze Zeit das Meer sieht, super zu fahren, überhaupt nicht langweilig. Dort vor mir ist jetzt Kelnhusen zu sehen. Da werde ich mal schauen, was es so gibt. Und hoffe, dass es da wieder ein bisschen angenehmer wird, weil jetzt hier so auf der freien Fläche, ich habe ja schon lange Hose und so eine Sweatjacke an. Es ist schon recht frisch, muss ich feststellen. Hätte ruhig noch so eine Jacke drüber ziehen können. So sieht es dann in Kelnhusen am Strand aus. Das Ganze macht einen guten Eindruck. Ich finde es sogar schöner als in Grömitz jetzt, was den Strandweg hier angeht. Weil es nicht ganz so Schickimicki-Promenade ist, auf den ersten Blick zumindest. Aber ich bin ja auch im Ort noch nicht ganz drinne. Ansonsten ist hier auch wieder alles gegeben mit Basketballplätzen, Fußballplätze. Was so dazugehört. Und was mich jetzt erstmal reizt, ist da die Seebrücke. Also, auf. Was man hier auch immer wieder hat, sind die ganzen Hubschrauber. Ich versuche das jetzt gerade mal, ne, mit Zoom und so, das wird nichts, dann sehe ich ihn überhaupt nicht. Ich sehe nämlich nichts gerade, wo ich hinfilme. Aber er müsste so ungefähr vor mir sein. Naja. Auf jeden Fall sind da hier auch immer einige unterwegs. Und das ist jetzt die Promenade von Kelnhusen. Sehr schön gemacht hier. Gefällt mir gut. Hier in Kelnhusen das Schöne ist, hier ist mehr Sand oder fast nur Sandstrand und auch im Wasser. Nicht diese Steine, wie es hinten Richtung Grömitz ist. Ist auch mal gut zu wissen. Ist natürlich wesentlich angenehmer, mal eben ins Wasser zu laufen, als immer mit diesem steinigen Untergrund. Jetzt gehen wir durch diese Bögen hier und dann gehe ich da unten hin, wo die Hängematten sind und schau mal, wie es sich da so liegen lässt. Was ich jetzt gerade erst gesehen habe, hier in den Bögen sind solche schönen Sitzgelegenheiten. Also echt klasse. Die Leute lassen sich hier wirklich was einfallen. So lässt es sich doch aushalten. Schaut euch einfach das Wasser hier an. Dem einen oder anderen von euch wird das wahrscheinlich zu langweilig sein. Aber ich finde es toll. Hier sind extra so kleine Sprungbretter. Oder Sprungtürmchen, wie man es nennen will. So sieht das Ganze dann von der Seebrücke aus. Ich würde sagen, das war jetzt eine schöne Vormittagstour. Das war's mit dem Film für heute wieder. Also, macht's gut, euer Markus. Und Monty aus dem Ostseebad Gelnhusen.